Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe ja in zwei vorhergehenden Predigten über Götzendienst und Abgötterei gesprochen und habe bereits auch gewisse Stellen im Buch Richter mit Ihnen besprochen, diskutiert und Ihnen gezeigt, wie verderblich der Götzendienst für sogar einige der Helden in der Bibel war. Und alles dies ist ja für uns geschrieben worden heute, zu einem Vorbild, zu einem Gleichnis, zu einem Zeugnis, dass wir diese falschen Praktiken nicht nachvollziehen. Ich möchte mich heute allerdings auf eine Stelle im Buch Richter konzentrieren, die ich das letzte Mal bewusst übergangen habe, nämlich eine Entwicklung im Buch Richter, beginnend im 17. Kapitel. Wir müssen den Götzendienst fliehen. Der Götzendienst ist ein tödlicher Feind, der überwunden werden muss. Und er wird dies auch. In der Zukunft, hoffentlich bereits jetzt schon, in Ihrem Leben. Ich hatte ja bereits gezeigt, dass wenn Sie das Gebot gegen den Götzendienst übertreten, dann übertreten Sie damit ganz automatisch und ganz buchstäblich alle anderen der neuen Gebote. Aber wie verheerend der Götzendienst und seine Auswirkungen sind, wollen wir uns heute näher betrachten, und zwar im Hinblick auf Entwicklungen im Buch Richter im 17. Kapitel. Und diese Entwicklungen betreffen unter anderem auch den Stamm Dan. Dan war ja ein Nachfahre von Jakob, der dann zu Israel wurde. Und auch heute gibt es noch die Daniter. Man muss natürlich nur wissen, wo sie heute zu finden sind. In Richter Kapitel 17 fangen wir an zu lesen in Vers 1. Richter Kapitel 17 und Vers 1, und ich lese hier heute von der revidierten Lutherbibel, 1984 herausgegeben. Richter Kapitel 17 und Vers 1. Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim mit Namen Micha. Nun, Ephraim ist heute niemand anderes als die britischen Inseln, hauptsächlich. Bezieht sich auch auf Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter, aber hauptsächlich auf die britischen Inseln. Also es waren jetzt diese Vorläufer der britischen Inseln heute. Dieser Mann, der kam aus Ephraim, dieser Micha. Er war auf dem Gebirge Ephraim zunächst einmal zu Hause gewesen. Wir lesen jetzt in Vers 2. Der sprach zu seiner Mutter, die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind, und deren halben du den Fluch gesprochen und ihn auch von meinen eigenen Ohren gesagt hast, siehe, dies Geld ist bei mir. Ich selbst hab's genommen. Und er sprach seine Mutter, gesegnet seist du, mein Sohn, vom Herrn. Also hier gibt der Micha zu, dass er das Geld seiner Mutter gestohlen hatte. Und er gibt jetzt das Geld der Mutter zurück. Und die Mutter, die segnet ihn jetzt dafür. Lesen wir weiter in den Versen 3 und 4. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberstücke zurück. Und seine Mutter sprach, ich weihe nun das Geld dem Herrn. Es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn, damit man ein geschnitztes und gegossenes Bild davon machen soll. Darum gebe ich es dir nun wieder. Aber er gab seiner Mutter das Geld zurück, und er nahm seine Mutter 200 Silberstücke und gab sie dem Goldschmied. Der machte ein geschnitztes und gegossenes Bild daraus, und das kam danach in das Haus Michas. Also zunächst einmal wollte der Micha nicht unbedingt das selber machen. Also er gibt das Geld jetzt der Mutter zurück, und die lässt jetzt diese Götzenbilder anfertigen und bringt dann diese Götzenbilder in das Haus des Micha. Lesen wir weiter in Vers 5. Der Mann Micha hatte nämlich ein Gotteshaus und machte einen Ephod und Hausgötzen und füllte einem seiner Söhne die Hand, sodass er sein Priester wurde. Also dieser Götzendienst, der hier begann, nahm weiter zu, hatte schreckliche weitere Konsequenzen. Sein Sohn wird jetzt verführt von seinem Vater, dass er das Priesteramt annimmt. Aber schauen Sie, im Alten Testament war es so, dass nur die Leviten Priester werden durften. Dieser Sohn, natürlich der Sohn seines Vaters aus Ephraim, der war keineswegs ein Levit, durfte also das Priesteramt gar nicht ausführen. Aber der hat es trotzdem getan, der Vater hatte ihn soweit verführt. Und er hat jetzt hier das Priesteramt ausgeführt im Zusammenhang mit der Ausübung von Götzendienst. Vers 6.
Richter 17 und Vers 6. Zu der Zeit war kein König in Israel. Ein jeder tat, was ihm recht dünkte. Wie ich das letzte Mal bereits gesagt habe, dies ist ein biblischer Kommentar. Mit anderen Worten, was wir gerade hier gelesen haben, nichts von dem war in irgendeiner Form gottgefällig. Die Bibel berichtet hier lediglich, was dieser Micha tat, was die Mutter tat, was Michas Sohn tat. Jeder entschied für sich selbst, was richtig und was falsch war. Und auch, wie man Gott anbeten sollte. Aber schauen Sie, Gott sagt uns, dass diese Art von Anbetung, wie sie hier beschrieben wird, in keiner Weise ihm wohlgefällig ist, in keiner Weise dem entspricht, wie wir Gott wirklich anbeten sollen. Christus sagte, ihr sollt den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da war nichts Geistiges dabei hier, da war nichts Wahrhaftiges dabei. Dieser Micha, der versuchte, und die Mutter versuchte, und auch der Sohn versuchte, was das Christentum, das orthodoxe Christentum seit vielen Jahren versucht hat, und das ist, Heidnisches mit Christlichem zu verbinden. Man nennt dies Synkretismus. Gott verbietet das. Er will, dass wir alle heidnischen Eindrücke, alles das, was den heidnischen Menschen diente, ihre Götter anzubeten, dass das ausgemerzt wird aus unserer Verherrlichung Gottes. Nun, da gehört sehr viel mehr dazu, als hier nur zwei Götzenbilder von heidnischen Göttern vielleicht zu machen und die dann in gewisser Weise auf Gott anzuwenden und zu sagen, wir beten jetzt Gott an mit diesen heidnischen Götzenbildern. Es geht auch um Bilder, Gemälde, sagen wir einmal, von Gott dem Vater, von Jesus Christus. Gemälde, die wir uns in unseren Wohnungen aufhängen, von der Jungfrau Maria, von Heiligen. Man sollte das nicht tun. Zunächst einmal gibt es keine Heiligen, also Christen, die gestorben sind im Himmel. Und die Jungfrau Maria blieb auch keine Jungfrau, nachdem sie Jesus Christus geboren hatte, die hatte weitere Söhne und Töchter, und die ist tot im Grab. Wir hatten ja von der Himmelskönigin gesprochen in der letzten Sendung. Die ist keineswegs die Himmelskönigin im Himmel. Schauen Sie, wenn wir uns solche Gemälde in unsere Wohnungen hängen, wenn wir solche Statuen haben, oder wenn wir sogar Kreuze haben, die wir vielleicht um unseren Nacken tragen, oder die wir an unserer Wand hängen haben und davor niederknien, alles dies entspricht dem Verbot des Götzendienstes. Wir sollten uns davor hüten, dies zu tun. Das Kreuz war ein heidnisches Symbol der Anbetung für die Heiden, lange bevor Christi Tod. Die Leute hatten keine Anleitung. Sie taten, was in ihren Augen richtig war. Das ist heute nach wie vor der Fall, auch im orthodoxen Christentum. Die Menschen, die tun das, was in ihren Augen richtig ist. Wir nähern uns jetzt ja dem Weihnachtsfest, über das ich ja mehrmals schon gesprochen habe. Und die tun auch das, was sie immer schon so getan haben, was ihre Verwandten getan haben, was ihre Eltern, Großeltern getan haben, die ihnen dieses Weihnachtsfest nahegebracht haben. So sind sie groß geworden. Keiner denkt eigentlich darüber nach, dass der Weihnachtsbaum ein heidnisches Symbol ist. Ein Symbol, das die Heiden benutzten, ihre Götter anzubeten. Und wie gesagt, die glaubten sogar, ihre Götter lebten in diesen Bäumen. Diesen Tannenbäumen. Und die wurden zu diesen Tannenbäumen. Und so haben sie also mit den Bäumen dann ihre heidnischen Götter angebetet. Wir brauchen heute Stimmen, von Gott ordiniert, von Gott gesandt, die uns zeigen, wie wir Gott anbeten sollen und wie wir Gott nicht anbeten sollen. Wir müssen die richtige Gottesverehrung erhalten und erlangen. Ich hatte bereits mehrfach darüber gesprochen, über Prediger, über Pasteure, über Priester, die heute keineswegs das wahre Evangelium predigen, die heute keineswegs das Wort Gottes predigen, die heute keineswegs sogar den richtigen Christus verkünden. Eine Stelle hatte ich nicht erwähnt, die möchte ich jetzt kurz erwähnen, und zwar in Römer Kapitel 10. Aber wie gesagt, halten Sie Ihren Finger in Richter Kapitel 17. Römer Kapitel 10 und lesen wir die Verse 14 bis 15. Römer Kapitel 10 und Vers 14. Hier stellt Paulus die zeitlose Frage. Auch zeitlos im Hinblick auf das, was wir gerade gelesen haben im Buch Richter. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben?
Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Von Gott gesandte Prediger. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Viele meinen heute, sie könnten einfach auf die Straßen gehen und da Traktate verteilen, sich an die Straßenecken stellen, Jesus Christus verkünden. Sind sie von Gott dazu gesandt worden? Wer hat ihnen die Hände aufgelegt, um sie zum Predigeramt zu ordinieren? Jemand, der sich dieses Amt anmaßt, begeht einen großen Fehler, ist in Gottes Augen schuldig, etwas zu tun, wozu er nicht berufen ist. Paulus sagt hier, Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigten? So kommt der Glaube aus der Predigt. Sie müssen zunächst einmal das wahre Evangelium, die Wahrheit Gottes, verkündet bekommen. Und dann, wenn sie das hören, wenn Gott ihr Herz öffnet, ihren Verstand öffnet zu dem und für das, was sie hören, dann wird damit Glaube kommen. Es heißt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Man kann nicht etwas predigen, was nicht in der Bibel steht. Man kann es schon, aber das hilft nichts. Im Gegenteil, man verführt damit die Leute. Aber Gott muss einem den Sinn öffnen. Schauen Sie, viele meinen heute, sie könnten zu ihren Freunden gehen, zu ihren Verwandten und denen so alles erzählen, was sie begriffen haben. Sie meinen, ja, ich habe es doch begriffen, das müssen die doch auch begreifen. Sie verstehen aber nicht, dass sie es nur deshalb begriffen haben, weil Gott ihnen ihren Verstand geöffnet hat. Wenn sie meinen, sie könnten jetzt mit dieser Wahrheit zum Beispiel zu ihren Predigern gehen, zu ihren Pasteuren, und denen das auch mitteilen und meinen, ja, die werden das sicher auch dann akzeptieren. Sie werden da Schiffbruch erleiden, weil nämlich in den meisten Fällen, ich möchte fast sagen in nahezu allen Fällen, Gott diesen Menschen den Verstand zunächst einmal nicht öffnet. Die sind nämlich, wie wir noch sehen werden, zu tief in dieser falschen Philosophie verhaftet. Die sind ja damit groß geworden. Die werden nicht das ablehnen. Die werden nicht jetzt beginnen, alles das, was sie bislang gelehrt haben, abzulehnen, um dann die Wahrheit anzunehmen und dann die Wahrheit zu lehren. Das wird in den meisten Fällen nicht geschehen. Nun, Gott kann natürlich Leute berufen, aber er wird es auf seine Weise tun. Gehen Sie nicht den Fehler, versuchen zu wollen, andere zu bekehren. Und ganz besonders schon mal gar nicht Ihre Pasteure und so weiter. Denn das wird zu nichts führen, als nur zu Ärger und zu Herzeleid und auch zur Ablehnung dieser Menschen ihnen gegenüber. Fahren wir vor, den Richter Kapitel 17 zu lesen, weiter in Vers 7. Denn schauen Sie, wir werden heute beschuldigt, dass wir einer Gehirnwäsche unterlegen sind, dass wir also diese furchtbaren Dinge jetzt glauben, die in der Bibel geschrieben stehen. Schauen Sie, diejenigen, die uns beschuldigen, sind diejenigen, die einer Gehirnwäsche unterlegen sind, ihr ganzes Leben hindurch. Und die aus dieser Gehirnwäsche herauskommen müssen, aber in den meisten Fällen das gar nicht wollen. Richter, Kapitel 17 und Vers 7. Es war aber ein junger Mann von Bethlehem in Juda, aus dem Geschlecht Judas, der war ein Levit. Und er war dort fremd. Also hier finden wir jetzt einen Leviten, der kommt aus Bethlehem. Aus dem Stamme, oder vielmehr Bethlehem in Juda, aber er war ein Levit. Vers 8. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem in Juda, um einen Ort zu finden, wo er bleiben konnte. Also man denkt natürlich unmittelbar jetzt sofort an Jesus Christus, der ja auch mit Bethlehem in Verbindung steht. Ein sehr gutes Beispiel. Dieser junge Mann allerdings war ein sehr schlechtes Beispiel, wie wir sehen werden. Es heißt hier in Vers 8, und so zog er seines Weges, er kam aufs Gebirge Ephraim zum Hause Michas. Da fragte ihn Micha, Vers 9, wo kommst du her? Er antwortete ihm, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und wandere, um einen Ort zu finden, wo ich bleiben kann. Micha sprach zu ihm, bleibe bei mir. Du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberstücke und deine Kleidung und Nahrung geben. Also hier wird dieser junge Levit jetzt von Micha angestellt, dafür bezahlt, dass er jetzt für den Micha ein Priester ist. Ein Priester in diesem Haus gefüllt mit Götzen, mit Hausgöttern, mit Abgötterei. Der Levit hätte das natürlich sofort ablehnen sollen und müssen, aber er hat es nicht abgelehnt. Er ist auf dieses Angebot eingegangen, er hat sich von Micha einstellen lassen. Er wurde ein Priester gegen Entgelt
um die Leute das zu lehren, was die hören wollten. Nicht unbedingt die Wahrheit Gottes, sondern was die Leute hören wollten. Und so lesen wir weiter in Vers 11. Der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der hielt ihn wie einen Sohn. Und Micha füllte dem Leviten die Hand, Vers 12, dass er sein Priester wurde, und so war er im Hause Michas. Und Micha sprach, Vers 13, nun weiß ich, dass mir der Herr wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe. Also der wusste ganz genau, dass er seinem Sohn das Priesteramt nicht geben durfte, weil der Sohn nämlich kein Levit war, hat es trotzdem getan. Aber jetzt hat er gesagt, so, jetzt habe ich aber einen Leviten als Priester. Jetzt wird mich Gott segnen. Aber er war keineswegs bereit, den Götzendienst abzustellen, der nach wie vor in seinem Hause war und praktiziert wurde. Wiederum vermischt er das Gebot Gottes, dass man also nur einen Leviten zum Priesteramt bestellen darf, mit Heidentum, mit heidnischen Ideen, mit heidnischem Götzendienst. Auch heute betrachten wir diese Stellen im heutigen Licht. Auch heute ist es ja nichts anderes im orthodoxen Christentum. Wie viele heidnische Ideen, Gedanken befinden sich heute im Christentum? Sie müssen sich dich selbst beantworten und sie müssen sich auch die Frage stellen, ist das etwas, was in Gottes Augen wohlgefällig ist? Das Christentum hat heidnisches Gedankengut übernommen, ganz bewusst. Ganz bewusst. Die wollten ja die Heiden, die zum Beispiel bereits den Sonnengott an einem Sonntag verehrten, ihn am 25. Dezember verehrten, am Karfreitag, am Ostersonntag verehrten, die wollten die ja in ihre Umgebung mit hineinbringen, in ihre Kirche. Und so haben sie einfach diese heidnischen Verehrungen auf Gott angewandt, übertragen. Aber Gott sagt uns ja, tut das nicht. Er sagt, ihr sollt nicht herauszufinden versuchen, wie die Heiden ihre Götter verehrt haben und dann sagen, so wollen wir auch Gott, den wahren Gott, verehren. Gott sagt, das ist ein vergeblicher Gottesdienst, den ich ablehne. Aber der Micha, der meinte, weil er jetzt etwas in seinen Augen richtig getan habe, deshalb muss Gott ihn jetzt dann auch segnen. Aber schauen wir uns an, was Gott dazu sagt. Kapitel 18 und Vers 1. Zu der Zeit war kein König in Israel. Mit anderen Worten, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und Micha tat das, was recht war in seinen Augen, aber es war nicht das, was recht war in Gottes Augen. Und so müssen auch wir uns die Frage stellen, tun wir, was recht ist in Gottes Augen? Oder wollen wir so leben, wie halt die ganze Umgebung, unsere Verwandtschaft, unsere Nachbarschaft lebt? Soll man, wie es so schön heißt, mit den Wölfen heulen? Oder soll man sich von den Wölfen entfernen? Zumindest geistlich gesehen. Vers 2. Richter 18 und Vers 2, oder lesen wir mit Vers 1 weiter. Zu der Zeit war kein König in Israel und der Stamm der Daniter. Jetzt kommen wir auf die Daniter zu sprechen. Der Stamm der Daniter suchte sich zu der Zeit ein Erbteil, wo sie wohnen könnten, denn es war ihm bis auf den Tag noch kein Erbe zuteil geworden unter den Stämmen Israels. Vers 2. Und die Daniter sandten von ihrem Geschlecht aus ihrem Gebiet, aus Zora und Eshtaol, 5 tüchtige Männer aus, um das Land zu erkunden und zu erforschen, und sprachen zu ihnen, zieht hin und erforscht das Land. Und sie kamen auf das Gebirge Ephraim zum Hause Michas und blieben dort über Nacht. Vers 3. Und während sie dort bei Michas Leuten waren, da fiel ihnen die Stimme des jungen Leviten auf. Und sie gingen dorthin und sprachen zu ihm, wer hat dich hergebracht? Was machst du hier? Und was hast du hier vor? Es geht nicht nur darum, dass sie jetzt die Stimme des Leviten hörten. Die erkannten die Stimme des Leviten. Die wussten genau, wer das war. Sie erkannten ihn. Es war dies eine wichtige, bekannte, berühmte Persönlichkeit, wie wir noch sehen werden. Wir werden auch noch sehen, wer dieser junge Levit war, der aus Bethlehem kam. Also die erkannten ihn. Und die fragten, ja, was machst du denn hier? Du bist doch in Bethlehem gewesen. Was machst du denn hier in diesem Haus bei dem Micha? Vers 4. Er antwortete ihnen, so und so hat Micha an mir getan. In anderen Worten, hat ihm Geld gegeben. Und hat mich in Dienst genommen, dass ich sein Priester sei.
Und sie sprachen zu ihm, Vers 5, befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, auch zum Ziel führt. Und der Priester antwortete ihnen, Vers 6, ziehet hin mit Frieden. Euer Weg, den ihr geht, ist dem Herrn vor Augen. Also etwas hatte er Richtiges gesagt. Geht hin in Frieden. Er hat nicht gesagt, geht hin und führt Krieg. Nun, das war allerdings das, was die Daniter tun würden. Sie würden Krieg führen. Und wie wir sehen werden, gegen ein harmloses, schutzloses, unschuldiges Volk. Lesen wir weiter. In Vers 7. Und da gingen die fünf Männer hin und kamen nach Laish und sahen das Volk, das darin war, sicher wohnen, in der Weise der Sidonier, ruhig und sicher. Sie waren reich an Besitz, es fehlte ihnen nichts an alledem, was es auf Erden gibt, und sie waren ferne von den Sidoniern und hatten mit Aramäern nichts zu tun. Und sie kamen zu ihren Brüdern nach Sora und Eshtaol, und ihre Brüder sprachen zu ihnen, wie steht's mit euch? Sie sprachen, Vers 9, auf, lasst uns gehen, sie hinaufziehen, oder lasst uns gegen sie hinaufziehen, denn wir haben das Land angesehen, und siehe, es ist sehr gut, und ihr sitzt noch untätig da, seid doch nicht faul oder zu faul hinzuziehen, dass ihr kommt und das Land einnehmt. Wenn ihr hinzieht, werdet ihr zu einem Volk kommen, das sicher wohnt. Vers 10. Und das Land ist weit nach allen Seiten, denn Gott hat es in eure Hände gegeben, einen Ort, an dem nichts von all dem fehlt, was es auf Erden gibt. Vers 11. Und da zogen von dort aus dem Geschlecht Dan aus Zora und Eshtaol 600 Mann, gerüstet mit ihren Waffen zum Kampf. Schauen Sie, die wollten kämpfen. Das ist die Natur Dans, wie wir noch sehen werden, zu kämpfen. Im Krieg zu kämpfen. Die dachten, Gott habe ihnen dieses Land gegeben, dass Gott jetzt bei ihnen sei und dass ihr Sieg dann von Gott komme. Nun, das Volk, das sie bekämpfen würden, das war ohnehin wehrlos. Es war nicht ein friedliches Volk. Und interessanterweise ist auch, dass dieses Land, wo die wohnten, keineswegs zu dem gelobten Land gehörte, das Gott den Israeliten versprochen hatte. Sie können das nachher in Kapitel 18, Vers 28 nachlesen und dann vergleichen mit Josua, Kapitel 19, die Verse 40 bis 48, wo nämlich genau berichtet wird, welche Gebiete den Israeliten zukommen sollten. Und dieses Land hier war nicht Teil des Versprechens. Also die gingen jetzt hin und nahmen jetzt dieses Land ein oder würden es einnehmen im Krieg, aber es war nicht etwa Land, was Gott ihnen zugedacht hatte. Lesen wir weiter in Kapitel 18 und Vers 12. Und sie zogen hinauf und lagerten sich bei Kirjat Jearim in Juda. Und daher heißt die Stätte Lager Dans bis auf diesen Tag. Es liegt hinter Kirjat Jearim. Also wir sehen hier, dass Dan dieser Stadt, diesem Gebiet, seinen Namen gab. Und daraus können wir zumeist auch ersehen, als dann später die Israeliten und auch die Daniter in die Gefangenschaft geführt wurden durch die Assyrer und dann aus der Gefangenschaft herauskamen. Die wurden dann bis ins Schwarze Meer gebracht und kamen dann aus dem Schwarzen Meer heraus und wanderten dann Richtung Europa. Und dann haben sich die Ephraimiten und die Manassiten zunächst einmal, die Manassiter, in England niedergelassen. Und dann sind natürlich dann Manasse, wie wir das mehrfach bereits besprochen haben, nach Amerika ausgewandert. Aber man kann anhand des Gebrauches sehen, wo die Dananiter alle gewesen sind, wo die gewandert sind. Und so haben wir viele Namen heute, die auf Dan anspielen. Donau, Dnieper und so weiter und so fort. Das war ihr Gebrauch, sagen wir einmal, ihr Usus, da so zu tun. Lesen wir weiter in Vers 13. Richter 18 und Vers 13. Und sie gingen auf das Gebirge Ephraim von dort aus und kamen zum Hause Michas. Und erhoben die fünf Männer an, die ausgezogen waren, um das Land bei Laish zu erkunden, und sprachen zu ihren Brüdern, wisst ihr auch, dass es in diesen Häusern einen Ephod, wir hatten ja schon von dem Ephod gelesen, das war ursprünglich auch für die wahren Priester gedacht, wurde aber, wie zum Beispiel auch im Falle Gideons, in falscher Weise gebraucht. Und scheinbar war das hier auch der Fall. Aber die sagen hier, in diesem Hause, da gibt es einen Ephod und einen Hausgötzen und ein geschnitztes und gegossenes Bild.
Bedenkt nun, was ihr zu tun habt. Vers 15. Und da gingen sie dorthin und kamen an das Haus des jungen Leviten in Michas Hause und grüßten ihn freundlich. Und während die 600 zum Krieg gerüsteten Männer, die von den Danitern waren, vor dem Tor standen, gingen die 5 Männer, die das Land zu erkunden ausgezogen waren, hinauf, drangen dort ein, nahmen das geschnitzte und gegossene Bild, den Ephod und den Hausgötzen. Unterdessen stand der Priester vor dem Tor bei den 600 zum Krieg gerüsteten Männern. Vers 18. Und als nun jene in das Haus Michas gekommen waren und das geschnitzte und gegossene Bild, den Ephod und den Hausgötzen nahmen, sprach der Priester zu ihnen, was macht ihr? Und sie antworteten ihm, Vers 19, schweig und halt den Mund und zieh mit uns, dass du uns Vater und Priester seiest. Ist es für dich besser, Priester in eines Mannes Haus zu sein oder unter einem ganzen Stamm und Geschlecht in Israel? Das gefiel dem Priester gut, diesem Leviten, diesem bekannten, berühmten Leviten. Vers 20, und er nahm den Ephod, den Hausgötzen und das geschnitzte Bild und schloss sich dem Volk an. Nun, von dem Götzendienst mal ganz abgesehen, alles dies gehörte ihm ja gar nicht. Das war der Besitz des Micha. Er ist jetzt nicht nur zu einem Götzendiener geworden, dieser Levit, sondern auch zu einem Dieb, der den Micha beraubt. Zu einem habsüchtigen Dieb, würde ich einmal sagen. Vers 21, Kapitel 18 und Vers 21. Und sie wandten sich und zogen hin und schickten die Frauen und die Kinder und das Vieh und was sie an wertvollen Gut hatten, vor sich her. Und als sie sich nun von Michas Haus entfernt hatten, da wurden die Männer in den Häusern, die bei Michas Haus waren, zusammengerufen und sie jagten den Danitern nach und riefen hinter ihnen her. Sie aber wandten sich um und sprachen zu Micha, was hast du, dass du die Leute zusammengerufen hast? Vers 24. Er antwortete, ihr habt meine Götter genommen, die ich gemacht hatte, und den Priester, und seid fortgezogen. Was habe ich nun noch? Und da fragt ihr, was mir fehlt. Was habe ich nun noch? Mir ist mein Götzendienst abhanden gekommen. Was habe ich nun noch, wenn ich heute kein Weihnachten mehr halte, keinen Weihnachtsbaum, keinen Adventskranz, keinen Adventskalender in meinem Hause habe, wenn ich zu Ostern keine Osterhasen verschenke, keine Ostereier verstecke für meine Kinder und Enkel. Was habe ich dann noch? Schauen Sie, alles das, worum es hier dem Micha ging, war sein Götzendienst. Und dieser abgefallene Priester. Das war das Einzige, um das Micha sich kümmerte. Dies zeigt, wie sehr uns Götzendienst unterjochen kann. Wie ich sagte, Götzendienst ist alles, was der wahren Lehre Gottes zuwiderläuft. Götzendienst ist die Anbetung Gottes am Sonntag, wenn man weiß, dass man Gott am Sabbat anzubeten hat. Götzendienst ist zum Beispiel auch jedwede Abhängigkeit, die sich gegen Gottes Gebote wendet. Ob es dabei um Drogen geht, ob es dabei um Alkoholismus geht, ob es dabei um das Rauchen geht, ob es dabei um das Essen von ungesunder Nahrung geht, unreinem Fleisch. Alles das, was uns abhängig macht, ist mit Götzendienst zu identifizieren. Und wenn man das aufgeben muss, aufgeben soll, weil Gott uns ja sagt, man soll das aufgeben, und man kennt dies auch, stellen wir uns dann auch die Frage, ja, was habe ich denn noch, wenn ich das aufgebe? Ach, wenn ich mir keine Zigarette mehr anzünden kann, wenn ich nervös bin. Wenn ich mir nicht einen über den Durst trinken kann, wenn ich nervös bin, um mich zu beruhigen. Schauen Sie, Götzendienst versklavt uns. Alle diese Aspekte versklaven uns. Und Paulus sagt, wir sollen ja nicht die Sklaven unserer Gewohnheiten und die Sklaven anderer Menschen werden. Menschen, die zum Beispiel im Militärdienst tätig sind. Ja, was habe ich denn noch, wenn ich jetzt aufhören muss, mit meiner Waffe in der Hand gegen andere vorzugehen? Menschen, die Zeit ihres Lebens an die Evolutionslehre geglaubt haben. Ja, was habe ich dann noch, wenn ich das aufgeben muss, weil ich jetzt verstehe, dass die Evolutionslehre eine dämonische Lehre ist, die überhaupt nichts mit Gott zu tun hat?
Die Frage muss man sich stellen. Ein Pastor, der Zeit seines Lebens die Anbetung des Sonntags, die Anbetung Christi zu Weihnachten, seine Kreuzigung am Karfreitag, seine Auferstehung am Ostersonntag gepredigt hat. Ja, was habe ich denn noch, wenn ich das alles aufgeben muss und jetzt all meinen Leuten sagen muss, ich habe euch etwas Falsches gelehrt. Das stimmt ja gar nicht mit dem überein, was die Bibel lehrt. Auch er ist ein Sklave des Götzendienstes geworden und will davon nicht lassen. In Kapitel 18 lesen wir weiter in Vers 25. Aber die Daniter sprachen zu ihm, lass deine Stimme nicht weiter bei uns hören. Also halte den Mund, wir wollen nichts mehr von dir hören, damit nicht etwa zornige Leute über euch herfallen und dein Leben und das Leben deiner Leute hingerafft werde. Also die haben ihn jetzt mit Mord gedroht, haben gesagt, wenn du noch weiter sprichst, wenn du uns noch weiter belästigst, dann kannst du möglicherweise dein Testament machen. So gingen die Daniter ihres Weges, Vers 26. Also es zeigt sich hier bereits auch die Natur der Daniter. Götzendienst mit dem Willen zu töten wird hier im Einklang gebracht. So gingen die Daniter ihres Weges, und als Micha sah, dass sie ihm zu stark waren, da wandte er sich um und kehrte zurück zu seinem Hause. Der hätte sonst auch Krieg geführt, so war es ja nicht, aber der hatte gemerkt, gegen die kann er nicht gewinnen. Und so lesen wir in Vers 27. Sie aber nahmen, was Micha gemacht hatte, und den Priester, den er hatte, und fielen über Lachisch her, über ein Volk, das ruhig und sicher wohnte. Das wird immer und wieder betont, um deutlich zu machen, das war keineswegs in Gottes Sinne, dass hier das so geschah. Das war ein Volk, das sicher wohnte. Aber da bestand gar keine Notwendigkeit, Krieg zu führen. Wie ich sagte, das war auch gar nicht mal das Land, das den Danitern gegeben worden ist oder sein sollte. Aber die haben hier gleich wiederum zwei Sünden begangen. Und die schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Sie töteten die friedlichen, wehrlosen, harmlosen Leute von Laish, ohne jeden Grund. Vers 28. Und es war niemand, der sie errettet hätte, denn die Stadt lag fern von Sidon, und sie hatten mit den Aramäern nichts zu tun oder zu schaffen. Und die Stadt lag in der Ebene bei Beth Rehob, eine Stelle, die, wie gesagt, nicht zum gelobten Land gehörte. Und dann bauten sie die Stadt wieder auf und wohnten darin, und sie nannten sie Dan. Auch hier wiederum wurde diese Stadt jetzt von den Danitern nach ihrem Namen benannt. Sie nannten sie Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel Jakob geboren war. Vor Zeiten aber hieß die Stadt Laish. Also sie gaben der wieder auferbauten Stadt den Namen Dan. Wie ich sagte, sie taten dies auch an anderen Orten und Flüssen. Und insoweit können wir den Weg der Daniter durch Europa bis hin zu den britischen und skandinavischen Inseln verfolgen. Und heute werden wir gleich sehen, wo die Daniter anzutreffen sind. Lesen wir Vers 30. Und die Daniter richteten für sich das Schnitzbild auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose, und seine Söhne waren Priester im Stamme der Daniter, bis auf die Zeit, da sie aus dem Lande gefangen weggeführt wurden. Also hier mehrere Dinge, die wir besprechen müssen. Zunächst einmal lesen wir, dass die Daniter schreckliche Götzenanbeter, Götzendiener waren. Und sie würden es auch sein, bis sie in die Sklaverei geführt werden würden. Und wie wir noch sehen werden, sie werden es auch danach sein. Sie waren es, als sie aus der Sklaverei herausgeführt wurden. Sie sind es auch heute noch. Und sie werden es auch noch in der Zukunft sein. Aber wir lesen auch etwas anderes. Nämlich hier wird jetzt dieser Levit identifiziert. Dieser Levit, der aus Benjamin gekommen war, er wird hier genannt Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose. Und dies ist in der Tat eine richtige Übersetzung. Das war der Enkel des Mose. Denn Gershom war einer der beiden Söhne Moses. Schauen wir uns 2. Mose Kapitel 18 an. 2. Mose Kapitel 18, die Verse 2 bis 4. 2. Mose Kapitel 18 und die Verse 2 bis 4. Da nahm Mose zu sich Zipora, die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte,
samt ihren beiden Söhnen, von denen hieß einer Gershom. Denn Mose sprach, ich bin ein Gast geworden in fremdem Lande. Und der andere Sohn in Vers 4 war Eliezer, denn er sprach, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao. Also dies war in der Tat Gershom, der Vater dieses Leviten, der Sohn des Mose. Also dieser Levit war ein Enkel des Mose. Aber er war ungerecht. Er war zu einem habsüchtigen Götzenanbeter geworden. Schauen Sie, die Gerechtigkeit des Mose war keineswegs auf seinen Enkel übergegangen. Wir wissen nichts von Gershom, aber wir wissen, der Jonathan, der Enkel des Mose, war keineswegs gerecht. Nun, wir lesen in der Bibel, dass Gott den Nachkommen gerechter Eltern für viele Generationen gnädig sein wird. Aber dies heißt nicht automatisch. Das heißt, dass diese Nachkommen sich gleichwohl für Gott entscheiden müssen. Die Gnade Gottes ist da, sie müssen sich aber für Gott entscheiden. Das heißt nicht, dass sie nicht für ihre Sünden bestraft werden, wenn sie sündigen. Schauen Sie, die Gnade Gottes ist ja kein Freibrief zur Sünde. Die meisten heute, auch in der evangelischen Kirche zumindest, und natürlich auch in den vielen protestantischen Abzweigungen, die lehren ja, dass man zu Gott kommen kann, so wie man ist, und man braucht an sich gar nichts dabei zu tun. Und die Gnade, die deckt alles zu, und man kann dann weiterleben, wie man will, und man ist automatisch dann doch gerettet. Paulus sagt, deren Verurteilung ist gerecht. Soll die Gnade oder vielmehr die Sünde mächtiger werden, sodass die Gnade dann mächtiger wird? Nein, Gnade kann man verscherzen. Man muss Gott gehorsam sein und bleiben. Man muss in Gottes Augen wohlgefällig leben. Nun, wenn man sündigt, kann man Vergebung erlangen durch das Opfer Jesu Christi. Das ist richtig und das geschieht aus Gnade. Aber wir können diese Gnade nicht dadurch missbrauchen, dass wir meinen, wir können ruhig weiter sündigen. Gott wird uns schon vergeben. Irgendwann mal, wenn wir bereuen. Oder man braucht gar keine Reue mehr. Es gibt ja auch gar keine Sünde mehr. Das Gesetz ist ja abgeschafft. Ich meine, man kann so leben, wie man will. Jeder tut, was in seinen Augen richtig ist. Schauen wir uns einmal an, wie Gott die Sache sieht. Hesekiel Kapitel 18. Hesekiel Kapitel 18, angefangen in Vers 4. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Nun, die richtige Übersetzung heißt hier, alle Seelen gehören mir. Die Menge-Bibel sagt das so, ich glaube, die Elberfelder-Bibel sagt das so, im Hebräischen steht es ganz klar so. Alle Seelen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Richtig übersetzt, die Seele, die sündigt, soll sterben. Nefesh im Hebräischen. Also die Seele ist keineswegs unsterblich. Es gibt keine unsterbliche Seele. Die Bibel lehrt das nirgendwo. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Wenn nun einer gerecht ist, Vers 5, und Recht und Gerechtigkeit übt, der von den Höhenopfern nicht ist, hier wird mal Recht und Gerechtigkeit definiert. Wer von den Höhenopfern nicht ist, also keinen Götzendienst betreibt, und seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel, der seines nächsten Weib nicht befleckt, und nicht liegt bei einer Frau in ihrer Unreinheit, also selbst wenn die Frau heute ihre Tage hat, dann soll man während dieser Zeit nicht mit ihr sexuell Geschlechtsverkehr haben. Dieses Gebot besteht nach wie vor. Das ist in Gottes Augen nicht etwas Heiliges. Vers 7. Denn niemand bedrückt, der dem Schuldner sein Pfand zurückgibt und niemand etwas mit Gewalt nimmt, also nicht so, wie das die Daniter getan haben, der mit dem Hungrigen sein Brot teilt und den Nackten kleidet, der nicht auf Zins gibt oder besser Wucher und keinen Aufschlag nimmt, der seine Hand von Unrecht zurückhält und rechtes Urteil fällt unter den Leuten, der nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote hält, dass er danach tut, das ist ein Gerechter. So, wollen Sie wissen, wer ein Gerechter ist? Hier wird eine Definition uns gegeben. Der soll das Leben behalten, spricht Gott der Herr. Vers 10. Wenn er aber einen gewalttätigen Sohn zeugt, der Blut vergießt oder eine dieser Sünden tut, während der Vater all das nicht getan hat, der Mose hat das nicht getan,
Er hat seinen Sohn richtig erzogen. Ob der Gershom den Jonathan richtig erzogen hat, wissen wir nicht. Aber wie auch immer, der Jonathan hat jedenfalls nicht so gelebt wie der Mose. Wenn er vor den hohen Höhenopfern isst und seines nächsten Weib befleckt, die Armen und Elenden bedrückt, mit Gewalt etwas nimmt, er hat da zum Beispiel jetzt ja auch, zwar nicht mit Gewalt, aber doch das genommen, was dem Micha gehörte, das Pfand nicht zurückgibt, seine Augen zu den Götzen aufhebt, das hat der Levit mit Sicherheit getan, und Gräuel begeht, auf Zinsen gibt und einen Aufschlag nimmt, sollte der am Leben bleiben. Er soll nicht leben, sondern weil er alle diese Gräuel getan hat, soll er des Todes sterben, denn seine Blutschuld komme über ihn. Wenn der dann aber einen Sohn zeugt, der alle diese Sünden sieht, die sein Vater tut, wenn er sie sieht und doch nicht so handelt und dann eben diese Dinge nicht tut, dann heißt es, soll er am Leben bleiben. Also der Sünder wird für seine Sünde bestraft, der Gerechte wird für seine Gerechtigkeit belohnt. Leider ist es allerdings so, dass die Daniter keine gerechten Söhne gezeugt haben, zumindest sagt die Bibel uns nichts darüber. Die waren weiterhin in ihrem Götzendienst verhaftet. Wir lesen auch in der Bibel, sogar schon im Alten Testament, viele, die das Alte Testament nicht kennen, die begreifen das nicht, dass gerechte Kinder nicht für die Sünden ihrer Eltern bestraft werden. Wir lasen dies bereits schon in 5. Mose Kapitel 24. 5. Mose Kapitel 24 und Vers 16. Es geht also keineswegs darum, dass wenn sie das Kind von ungerechten Eltern sind, dass sie deshalb für die Ungerechtigkeit der Eltern bestraft werden. 5. Mose 24 und Vers 16. Die Väter sollen nicht für die Kinder, noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder soll für seine Sünde sterben. Nun ist es natürlich richtig, dass wenn Kinder in einem ungerechten Haushalt aufwachsen, die Ungerechtigkeit aller Wahrscheinlichkeit nach übernehmen werden, es sei denn, Gott erweist ihnen Gnade und Gunst und holt sie aus dieser Ungerechtigkeit heraus. Aber sie werden dann nach wie vor für ihre eigene Sünde bestraft, nicht für die Sünde ihrer Väter. Wir lesen auch, dass die Kinder gerechter Eltern und sogar das Kind nur eines gerechten Elternteils heilig sind. Heilig in dem Sinne, dass sie für einen gerechten Zweck ausgesondert wurden. Heute ist es ja so, dass Gott individuell berufen muss. Sie können nicht zu Gott kommen, es sei denn, Gott beruft sie. Man kann nicht zu Christus kommen, hat uns Christus selbst gesagt. Es sei denn, der Vater zieht uns. Wir sind also Teil der Kirche, Ekklesia im Griechischen, die Herausgerufenen, wenn wir in der Tat wirklich zu Christus und Gott dem Vater kommen. Und die Kinder von gerechten Eltern sind ebenfalls heilig, ausgesondert, herausgerufen, haben die Möglichkeit, diesen Kontakt mit Gott aufrechtzuerhalten. Sie müssen sich aber dafür entscheiden. Es ist nicht automatisch. Es ist nicht automatisch. Auch Kinder müssen sich für Gott entscheiden. Und sie müssen dann diesem Wege treu bleiben. Die Daniter, wie wir gesehen haben, blieben ihrem Götzendienst treu, bis sie in die Gefangenschaft geführt wurden. Wir lesen auch in 5. Buch Mose Kapitel 12, angefangen in Vers 11. 5. Mose, Kapitel 12 und angefangen in Vers 11. Wenn nun der Herr, dein Gott, eine Stätte erwählt, dass sein Name da selbst wohne, sollt ihr dahin bringen alles, was ich euch gebiete. Und dann werden dann von Opfern und so weiter gesprochen. Und Vers 12, ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Vers 13, hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an jeder Stätte opferst, die du siehst. Vers 14, sondern an der Stätte, die der Herr erwählt, in einem deiner Stämme. In einem deiner Stämme. Da sollst du deine Brandopfer opfern und alles tun, was ich dir gebiete. Diese Stelle war nachher Silo geworden. Aber die Daniter haben niemals dort Gott angebetet. Wir haben genau auch hier wiederum das Gebot Gottes übertreten. Haben ihren Götzendienst dort gehalten, wo sie es für richtig hielten. Ihre Sklaverei hatte sehr viel
mit Götzendienst zu tun. Schauen Sie, Gott ist sehr traurig, er ist eigentlich sogar enttäuscht, wenn wir uns dem Götzendienst ergeben, wie er auch von Israel damals enttäuscht war und von den Danitern ganz besonders, dass sie dies taten. Und ich spreche jetzt von Götzendienst in einer unterschiedlichen Form, die nun fast Norm unseres Lebens geworden ist. Ich habe bereits von dem Weihnachtsbaum gesprochen, mehrere Male. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten des Götzendienstes. Und wir sprechen jetzt aus göttlicher Warte her. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 2 an. Jesaja Kapitel 2. Hier verurteilt Gott das moderne Haus Israel im Hinblick auf Götzendienst. Jesaja Kapitel 2. Und Vers 6. Du hast ein Volk, das Haus Jakob, verstoßen. Jakob wurde ja dann zu Israel umbenannt. Denn sie treiben Wahrsagerei. Betreiben wir Wahrsagerei heute? Horoskope, gehen wir zu Medien, lassen wir uns die Hand lesen bei Zigeunern, was weiß ich nicht alles. Ihr betreibt Wahrsagerei wie die im Osten. Ihr seid Zeichendeuter wie die Philister. Die hängen sich an die Kinder der Fremden. Darüber hatten wir schon gesprochen. Wir sollen uns nicht verheiraten mit Menschen, die nicht an den wahren Gott glauben. Ihr Land ist voll Silber und Gold und ihre Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll Rosse, ihre Wagen ist kein Ende. Das ist auch ein Aspekt der Habsucht, des Götzendienstes, der Abgötterei. Man vertraut in seine Kriegswaffen. Vers 8. Auch ist ihr Land voll Götzen. Sie beten an ihre Hände Werk, das ihre Finger gemacht haben. Vers 9. Aber gebeugt wird der Mensch, gedemütigt der Mann, und du wirst ihnen nicht vergeben, weil sie nicht bereuen. Schauen Sie, Vergebung kommt auch nicht automatisch. Nun, einige Bibelübersetzungen haben hier richtiger in Vers 6. Es geht nicht nur um Wahrsagerei, wie im Osten, und Zeichendeuter, wie bei den Philistern. Es geht um fernöstliche Religionen. Meditationspraktiken, alle diese fernöstlichen Dinge, Yoga mit Mantras und so weiter versehen, alles dies, sagt Gott, ist Götzendienst, weil es nämlich der wahren Anbetung Gottes widerspricht. Und unsere Länder, auch gerade in Europa und in Amerika, sind voll davon, voll davon. Mehr und mehr konvertieren zum Buddhismus oder auch zum Hinduismus. Natürlich auch zum Islam. Schauen Sie, der Islam ist auch keine richtige Religion, weil er ja Jesus Christus ablehnt. Judaismus ist auch keine richtige Religion, weil sie ja Jesus Christus ablehnen. Und man kann nicht zu Gott dem Vater kommen, es sei denn durch Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der einzige Weg zum Heil. Also Sie müssen sich entscheiden, ob Sie Gott gehorsam sein wollen, ihm huldigen wollen, ihn in der Wahrheit im Geiste anbeten wollen oder ob sie weiterhin ihren eigenen Ideen nachfolgen wollen oder hier eine Kombination durchführen wollen. Zwar Gott anbeten, aber auf die Art und Weise, wie sagen wir es mal, diejenigen tun, die dem Buddhismus folgen, dem Hinduismus folgen oder was weiß ich. Schauen Sie, Gott sagt uns deutlich, wir sollen nicht mit Leuten in einer religiösen Beziehung zusammenkommen, also mit denen zum Beispiel jetzt Gottesdienste besuchen, die Götzendiener sind. 1. Korinther Kapitel 5. 1. Korinther Kapitel 5. Manche erkennen mehr und mehr die Wahrheit, erkennen mehr und mehr an, dass ihre Kirche, zu der sie gehören, diese Wahrheit keineswegs predigt und praktiziert, aber finden nicht den Mut, sich dann aus diesen Gottesdiensten zu entfernen, fernzuhalten. Beten Sie zu Gott, dass er Ihnen die Kraft gibt. 1. Korinther Kapitel 5, lesen wir Vers 9. Ich habe euch in den Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müssten sie ja die Welt räumen. Sie können nicht einfach hier sich jetzt in ein Kloster begeben und keinen Kontakt mehr haben mit anderen Menschen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt.
und ist ein Züchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind, drinnen in der Kirche? Gott aber wird die, die draußen sind, richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte? Wenn also jemand zu uns kommt und der will den Götzendienst betreiben, der kann ihn betreiben, wo er will, aber nicht in der Kirche Gottes. Schauen Sie, darum geht es. Weil das eben einen Einfluss haben wird und kann auf andere. Vor allen Dingen auf ungefestigte Seelen, sagen wir einmal, die noch nicht so wirklich fundiert sind in der Wahrheit. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 9. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knaben, Schänder. Alles Beschreibungen von homosexueller Tätigkeit. Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Hoffentlich nicht mehr. Einige von euch, sagt Paulus, haben Götzendienst betrieben, sind von Götzen, dienerischen Aktivitäten abhängig geworden. Ich habe ja eben schon beschrieben, was damit alles gemeint sein kann. Aber ihr seid reingewaschen worden, ihr seid geheiligt worden, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also kehrt nicht zurück in eure falschen Götzen, dienerischen Handlungen und Gewohnheiten. Ihr seid ja reingewaschen worden davon. Das ist in Gottes Augen eine sehr ernste Sache, die man nicht einfach so abtun sollte. Ich weiß, für viele ist Rauchen ein Problem. Einige haben mir geschrieben, sie können nicht zu uns kommen, weil sie ihr Rauchen nicht aufgeben sollen. Und ich habe denen dann geschrieben, Rauchen ist so oder so schlecht. Gesundheitsschädigend. Jeder weiß das, dass sie damit ihre Gesundheit zerstören und die Gesundheit anderer, passiver Nichtraucher. Was für eine christliche Liebe ist das denn? Aber einige können einfach nicht davon lassen, weil sie nicht davon lassen wollen. Letztendlich, weil sie nicht davon lassen wollen, und weil sie auch die Kraft Gottes dann nicht haben, es zu tun. Schauen wir uns 1. Thessaloniker an. 1. Thessaloniker, Kapitel 1. 1. Thessaloniker, Kapitel 1. Die Verse 8 bis 10. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Ich möchte das gerne auch einmal von der Kirche des ewigen Gottes in Deutschland behaupten. Euer Glaube ist allen bekannt geworden. Das ist natürlich eine Verantwortung für uns alle, dass wir es auf richtige Weise tun. Nicht auf falsche Weise, nicht durch Bekehrungsversuche anderer, die sowieso zu nichts führen. Dadurch wird unser Glaube nicht bekannt, jedenfalls nicht der richtige. Vers 9. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von der Abgötterei oder den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Denn Gott ist zornig über den Götzendienst, über die Abgötterei, über alles das, was hier auf Erden geschieht. 1. Korinther Kapitel 10. Kehren wir zurück zu 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 14. Denn auch wenn Gott einen nicht zur Wahrheit beruft, heute, heißt das noch lange nicht, dass die Menschen nicht diese schrecklichen Dinge tun müssen, die sie tun. Morden, stehlen, lügen, Ehebruch betreiben und so weiter und so fort. Diese grässlichen Götzen anbeten und meinen, sie verehrten Gott damit. Einen Gott. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 14. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Paulus sagt an anderer Stelle, flieht die Hurerei. Wie wir gesehen haben, Götzendienst ist auch geistliche Hurerei, geistlicher Ehebruch. Flieht den Götzendienst, habt nichts damit zu tun. Geht nicht dorthin und meint, ihr seid stark genug, dem zu widerstehen, wenn ihr götzendienerische Botschaften erhaltet. Flieht den Götzendienst.
Ich rede doch zu verständigen Menschen, sagt Paulus. Beurteilt ihr, was ich sage. Beurteilen Sie, was ich sage, was ich hier zitiere. Sind Sie ein verständiger Mensch? Vers 16. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, wann? Zur Passahzeit, am Passahabend. Ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, am Passahabend, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an das Israel nach dem Fleisch. Welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars. Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein. Deswegen sagt Paulus ja auch, wenn zum Beispiel damals war es ja die Diskussion, kann man Götzenopferfleisch essen, was also dann auf den Markt gebracht wurde. Und Paulus sagt, ja, also natürlich könnt ihr das essen, nur, wenn ihr euch ein Gewissen daraus macht. Oder wenn jemand anderes, der euch sieht, sich ein Gewissen daraus macht, dann tut es um des Gewissens willen nicht. Und so sagt er auch hier, der Götze ist nichts. Aber was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern, wenn man diesem Opferdienst teilnimmt. Das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Wenn man an diesen Götzenopferdiensten teilnimmt, sagt Paulus hier, dann ist man in der Gemeinschaft mit Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich, Vers 21, den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Schauen Sie, die damaligen Korinther, an die Paulus hier schreibt, die hatten nämlich auch etwas, was dem Passamahl oder dem heiligen Abendmahl, sagen wir mal, ähnlich war. Die haben nämlich an den Gott Attis und an diese heidnischen Götter geopfert. Die haben da auch, in diesem Falle war es wohl kein Blut, sondern Wasser zu sich genommen, aber mit einem Kelch und auch Brot. Und das symbolisierte auch dann diesen Leib dieses heidnischen Gottes. Und einige hatten daran teilgenommen. Und Paulus sagt daran, an solchen Dingen könnt ihr nicht mehr teilnehmen. Er sagt hier, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Er sagt, wenn ihr an diesen Götzendiensten teilnehmt, nehmt ihr Anteil an Beeinflussung von Dämonen, von bösen Geistern. Er sagt in Vers 22, oder wollen wir den Herrn herausfordern, sind wir stärker als er? Mit anderen Worten, wollt ihr so leben, wie die Israeliten im Buch der Richter, tun, was in euren Augen wohlgefällig ist? Der Enkel des Mose wurde ein Götzendiener. Und durch ihn und die damaligen Daniter wurde die falsche Religion und Philosophie der Götzenanbetung an die Nachfahren Dans weitergegeben. Sodass selbst der moderne Stamm Dan auf das Heil Gottes warten muss. Nun, wir haben vor einiger Zeit einen englischen Artikel verfasst, ein Q&A, über die Zukunft von Irland. Und der ist zwar in Englisch, aber diejenigen von Ihnen, die Englisch können, die können auf unsere englische Webseite gehen, eternalgod.org, und können einfach unter der Q&A-Rubrik Irland, Ireland, eingeben und Sie werden diesen Artikel dann finden. Und wir haben in diesem Artikel klargestellt, dass die Menschen im heutigen Südirland und auch die Nachfahren, die heute in Dänemark leben, in der Tat von Dan abstammen. Die Legende zeigt uns sogar, dass damals die Tuatha De Danaan in Irland landete. Das war ein Boot und das waren Daniter oder mehrere Schiffe eigentlich, eine Flotte, die in der Tat dort landeten und die Iren wissen eigentlich, dass sie von den Danitern abstammen. Wir lesen auch in verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 49 und Vers 1, über die kriegerische Natur der Daniter. Wir hatten ja gerade im Buch Richter in Kapitel 18 darüber gelesen. Und sie hatten also auch die Gewohnheit, wie wir das bereits gesehen hatten, ihre Städte oder Gegenden, wo sie waren, nach ihrem Namen zu benennen.
In Amos Kapitel 8 wird noch etwas mehr gesagt über den Götzendienst der Daniter. Amos Kapitel 8 und lesen wir Vers 14. Amos Kapitel 8 und Vers 14. Oder fangen wir mit Vers 13 an, um den Zusammenhang zu sehen. Amos Kapitel 8 und Vers 13. Zu der Zeit, das ist noch in der Zukunft, da werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge verschmachten vor Durst, die jetzt schwören bei dem Abgott Samarias und sprechen, so wahr dein Gott lebt, Dan. Und so wahr dein Gott lebt, Beersheba. Sie sollen so fallen, dass sie nicht wieder aufstehen können. Also auch hier im Buch Amos eine Prophezeiung der Zukunft ansprechend wird nach wie vor von dem Götzendienst Dans geredet. Nun, geschichtlich gesehen ist es so, dass Südirland, das moderne Dan, im Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges mit Deutschland gegen Großbritannien und auch Nordirland kollaborierte. Die haben zum Beispiel Deutschland dadurch unterstützt, Nazi-Deutschland würde ich sagen, indem sie ihre Häfen den Schiffen geöffnet haben. Ihre Unterseeboote konnten dort landen. Und als dann später aufgrund der Luftangriffe von Nazi-Deutschlands die Briten alles dunkel machten, damit die Flugzeuge irgendwie ihr Ziel nicht finden konnten, da haben die Südiren Lichter dort angezündet und angemacht, um den Deutschen zu zeigen, wo die Häfen waren, die dann zerstört werden konnten. Es ist auch so, dass die freundliche Beziehung zwischen Südirland, das ja nun überwiegend katholisch ist, und Deutschland und auch Europa fortfahren wird. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Südiren keineswegs Großbritannien anerkennen und auch den britischen Thron keineswegs anerkennen. Es ist aber auch so, dass hauptsächlich von Südirland in 1. Mose Kapitel 49 die Rede ist. Schauen wir uns dies kurz einmal an. 1. Mose 49 und Vers 18. 1. Mose 49 und Vers 18. Eine Prophezeiung, die Dan ausspricht und die Dan in den Mund gelegt wird und wo Dan sagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Mit anderen Worten, ich muss auf dein Heil warten. Warum? Weil Dan in dieser Jetztzeit vor der Wiederkunft Christi sich wohl kaum zu Gott bekehren wird. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die von Dan abstammen, werden sich nicht zu Gott bekehren. Sie müssen noch auf das Heil warten. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung, Kapitel 7, dass 144.000 von Israeliten versiegelt werden, die werden beschützt werden vor den Plagen des Zornes Gottes. Und 12.000 von jedem Stamm werden geschildert. Nur der Stamm Dan wird nicht erwähnt. Und deswegen wird Josef zweimal erwähnt, einmal Josef und dann einer seiner Söhne. Dan wird nicht versiegelt werden als eine Menschenmenge von 12.000 Israeliten, weil sie scheinbar so im Götzendienst verhaftet sind, dass sie einfach nicht willens sind, zu Gott zu kommen, sich von ihrer Sünde des Götzendienstes zu bekehren. Das zeigt uns, wie gewaltig an Ausmaß der Götzendienst für uns alle haben kann. Glücklicherweise ist es so, einige der Daniter, gehe ich mal davon aus, werden sich schon bekehren. Ich spreche jetzt von der Gesamtheit der Menschen. Und zwar vor der Wiederkunft Christi. Denn die Bibel sagt uns, dass nach der Wiederkunft Christi sich natürlich die Daniter, wie alle Menschen, die dann noch leben werden, im Millennium sich bekehren werden. Sich von ihrem Götzendienst abkehren werden. Und dann natürlich die, die gestorben sind, in der zweiten Auferstehung, im großen weißen Throngericht, auferweckt werden zu physischen Menschen, um sich dann für Jesus Christus und Gott den Vater qualifizieren und entscheiden zu können. Auf die zweite Auferstehung werde ich in der künftigen Predigt noch näher eingehen. Weil es da auch Fragen gibt, die ich dann in diesen Predigten, die noch kommen werden, beantworten möchte. Aber ich möchte jetzt noch zum Abschluss kurz einige Stellen zeigen, die uns erklären,
wie der Götzendienst im Millennium, wenn also Jesus Christus zurückgekommen ist, das Reich Gottes hier auf Erden errichtet hat, wenn wir unter Christus über die Menschen, die fleischlichen Menschen, herrschen werden, wir, die wir dann im Reich Gottes sein werden, Gottwesen sein werden, in der Gottfamilie, wie dann der Götzendienst im Millennium abgeschafft werden wird. Es wird dann keinen Götzendienst mehr geben, all diese fernöstlichen Religionen wird es nicht mehr geben. Es wird keine Religion mehr geben, die Jesus Christus nicht als den persönlichen Erlöser lehrt und akzeptiert und dass man sich eben Jesus Christus unterordnen muss, als dem Herrscher, der auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzen wird, um dort zu herrschen. Jesaja Kapitel 30. Jesaja Kapitel 30 und lesen wir Vers 22. Jesaja Kapitel 30 und Vers 22. Ihr werdet entweihen, eure übersilberten Götzen und die goldenen Hüllen eurer Bilder und werdet sie wegwerfen wie Unrat. Im Hebräischen heißt es hier wie ein krankes Tuch. Es bezieht sich hier auf das Blut der Frau während ihrer Tage. Ihr werdet das wegwerfen wie Unrat und zu ihnen sagen, hinaus, hinaus. Das wird die Einstellung sein, auch der Daniter, die dann noch leben werden, wie alle Menschen. Der Israeliten, der Nachfahren der Israeliten, der Nachfahren der Juden und natürlich auch die Nachfahren aller nicht-israelitischen und nicht-jüdischen Menschen. Jeremia Kapitel 16. Für uns, die wir heute von Gott berufen sind zur Wahrheit, muss das bereits heute schon Realität sein, dass wir zu allem, was Götzendienst ist, sagen, hinaus. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Jeremia Kapitel 16, die Verse 18 bis 21. Aber zuvor will ich ihre Missetat und Sünde zwiefach vergelten, weil sie mein Land mit ihren toten Götzen unrein gemacht. Hier wird die Unreinheit angesprochen, die ja dann auch mit der Unreinheit, sagen wir einmal, verglichen wird, was wir gerade in Jesaja lasen. Weil ihr mein Land mit ihren toten Götzen unrein gemacht und mein Erbland mit ihren Greueln angefüllt habt. Vers 19. Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Die Heiden werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen, nur Lüge haben unsere Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen können. Wie kann ein Mensch sich Götter machen, sich Religionen schaffen? So Gott verehren wollen, wie es in ihren Augen richtig ist. Das sind doch keine Götter, das sind doch keine wahren Religionen, das ist doch nicht die Wahrheit. Darum siehe, Vers 21, diesmal will ich sie lehren und meine Kraft und Gewalt ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. Nicht die Götter der heidnischen, nichtchristlichen Religionen. Und schließlich noch zum Abschluss Hosea Kapitel 14. Hosea Kapitel 14. Und die Verse 4 bis 8. Hosea Kapitel 14 und die Verse 4 bis 8. Das ist das, was die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda im Millennium sagen werden. Vielleicht auch schon kurz vor der Wiederkunft Christi, weil sie dann beginnen werden, sich zu bekehren, wie wir lesen. Assur, das moderne Assyrien. Assur soll uns nicht helfen. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten. Auch nicht mehr sagen zu den Werken unserer Hände, ihr seid unser Gott. Denn bei dir finden die Verwaisten Gnade. So will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn soll sich von ihnen wenden, sagt Gott. Ich will für Israel wie ein Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie, und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde, und seine Zweige sich ausbreiten, dass es so schön sei wie ein Ölbaum, und so guten Geruch gebe wie die Linde. Und sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. Von Korn sollen sie sich nähren und blühen wie ein Weinstock. Man soll sie rühmen wie den Wein vom Libanon. Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen? Ich will dich erhören und führen. Ich will sein wie eine grünende Tanne. Von mir erhältst du deine Früchte. Dies muss für uns heute bereits als geistliche Israeliten Realität geworden sein. Was sollen denn uns diese Götzen, die wir uns selbst gemacht haben, diese
götzendienerischen Angewohnheiten, die wir nach wie vor haben, diese Habsucht, möglicherweise den Geiz, die Gier, aber auch Gewohnheiten der Abhängigkeit. Wir sollen heute bereits schon Menschen sein, die die Wirklichkeit repräsentieren, die im Millennium existieren wird. Fliehen wir den Götzendienst. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hier Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.